Moin, hier ist wieder der Schattennase Weiß mit einem neuen Video. Der nächste Teil aus meinem Houston Special. Diesmal Battle Valley. Habe ich auch noch nicht von gehört. Und die Taste F3 ist wohl die wahrscheinlich nutzloseste. Kann ich den zweiten hier ab? Okay, und jetzt passiert da nichts. Okay. Passiert also doch was in dem Spiel. Und ich kann auch nach rechts starten. Okay. Aber es sieht mir so aus, als wäre das nach rechts exakt der gleiche wie nach links. Halt nur andersrum. Irgendwie habe ich die Steuerung noch nicht so ganz raus. Wann kann ich das machen? Das könnte natürlich sein. Ne, ich habe keine Bombe auf der Space-Taste. Okay, bis jetzt muss ich sagen, das ist jetzt nicht wirklich mein Fall. Wie kann ich stehen bleiben? Die Steuerung habe ich noch nicht raus. Okay, ich kann da nicht landen. Seltsames Spiel. Ah, okay, ich habe nur begrenzte Munition. Aber ich habe auch Shells, nur wie wähle ich die Shells aus? Ja, ich glaube, nach links zu fliegen macht mehr Sinn. Holy shit. Also ich kann jetzt schon sagen, das ist nicht mein Spiel. Definitiv nicht. Ich meine, das Scrolling auf unterschiedlichen Ebenen gibt natürlich schon ein bisschen den Eindruck von Tiefe. Aber ansonsten, die Grafik ist jetzt auch nicht weltbewegend für den C64. Die Soundeffekte sind auch ziemlich, naja, 64er halt. Ja, irgendwie habe ich die Steuerung nicht raus. Wie ich das hinkriege, dass ich landen kann. Ich denke mal, das muss man. Und sollte nicht eigentlich Musik sein anstatt Soundeffekte? Die Soundeffekte sind 0815 C64er. Da war ich nie so der Fan von. Also als Soundchip war der fit mehr eine Niete. Für Musik war der geil, aber für Sound? Uah. Ja, ich bin, wenn ihr euch wundert, warum ich so schlecht bin, ich probiere gerade
ein bisschen aus die Steuerung zu verstehen. Ob ich irgendwas machen kann, um landen zu können. Aber es sieht nicht so aus. Doch, Space? Moment. Jetzt sag mir nicht, dass es schon wieder abgeschmiert. Dann geh mir die Remember. Nee, ist nicht abgeschmiert. Wollte gerade sagen. Noch nicht. Und von dem Stück gefällt mir der Remix übrigens auch ziemlich gut. Vielleicht sogar besser als das Original. So, jetzt. So, gucken. F3. Müsste die Musik ja jetzt an sein während im Spiel. Dann spielen wir das nämlich nochmal. Macht direkt ein bisschen mehr Spaß mit der Musik wie mit den blöden Soundeffekten. Das war beim 64er ja öfter so. Jetzt habe ich dann auch ohne Space hingekriegt. Also die Steuerung. Entweder muss ich mir. Ach, auf einmal kann ich auch in die andere Richtung fliegen. Wie ich das jetzt gemacht habe, macht der Geier wissen. Und ich meine auch, die Geschwindigkeit hätte sich eben geändert. Ah, Doppelklick mit dem Feuerknopf. Okay. Muss man wissen. Kann ich hier landen? Ja, kann ich. Okay, ich kann ihn zwar nicht aufladen, aber ich glaube, repariert hat er. Okay, die Geschwindigkeit ändert man immer mit einem Doppelklick. Das ist, ich sag jetzt mal, gewöhnungsbedürftig. Und es kann sein, dass die Space-Taste das gleiche macht. Da finde ich das schon gut, dass man die Option hat. Bin ich ganz ehrlich. Für mich ist da mit der Space-Taste nichts. Wie gesagt, der C64 steht bei mir so, dass ich da nicht einfach rankomme. Aber ja, als Option ist das schon okay. Also das ist jetzt kein grottenschlechtes Spiel. Dafür ist das technisch viel zu gut gemacht. Und hat auch eine angenehme Musik, aber wie gesagt, da gefällt mir der Remix besser von. Vielleicht liegt er an der stöhnenden Alten. Ja, man kann tatsächlich die Geschwindigkeit ändern. Und da es da unten einen Countdown gibt, ist das, glaube ich, nicht unbedingt immer ratsam, langsam zu fliegen. Kann ich mich zwar irren, Scheiße. Ja, dann müsste ich dann noch rausfinden, wo genau ich landen muss.
Ja, das ist ein bisschen blöd, dass das so lange dauert, bis die ersten Gegner kommen. Und ja, ich weiß, ich könnte jetzt schneller fliegen, aber der Geschwindigkeitswechsel ist jetzt nicht das Einfachste. Stimmt. Da darf ich auch nicht gegenfliegen. Aber irgendwie macht das Spiel mit der Musik direkt mehr Spaß wie mit den Soundeffekten. Was man natürlich vorstellen kann, wenn man das jetzt stundenlang spielt, dass einem die Musik dann irgendwann trotzdem auf den Sack geht. Wobei ich mir aber auch vorstellen kann, dass die Soundeffekte schneller auf den Sack gehen als die Musik. Jetzt aufpassen, ich weiß, dass ich da nicht gegenfliegen darf. Oh, leck mich doch am Arsch. Der Ammo habe ich schon nicht verstanden. Jetzt habe ich noch 8 Sekunden. Da brauche ich im Prinzip gar nicht mehr zu starten, weil das ist... Ah, okay, schneller geht es nicht. Aber es wirkt wirklich schnell. Und es ist flüssig. Zack, die Zeit ist vorbei. Alles ist explodiert. Okay, das war, wie heißt das nochmal? Battle Valley. Auf dem C64er. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und danke fürs Zugucken.